Irgendwas mit Halle 4, haben sie gesagt. Dann schauen wir mal, wo am meisten los ist. Hier ist nichts los. Sieht aber schön aus. Hier ist einfach mal ein Lost Place. Okay, Halle 4F. Haben wir D und E übersprungen? Ich suche eine Vernissage. Ja, da hast du hier. Hier? Ja. Und das ist doch eine Parcourshalle. Ja, ja, genau. Also man kommt hier rein und sieht eine ganze Menge hübsche Bilder. Sehen hübsch aus. Von wem sind die? Sind die signiert? Welcher Autor signiert seine Bilder nicht? Na gut, müssen wir rumfragen. So schick heute. Ja, ja. Wird sich wundern. Und? Du hast Gemälde? Nee, das sind Mayara, meine sind die weißen. Naja, guck mal, erstmal haben wir den Drachen, ne? Ja. Dann haben wir hier einen Schnabel. Ja. Da mit Auge und die Kopfhaube. Und dann gehen hier und da die Flügel entlang und zack haben wir einen Kolibri. Kannst du? Wen hast du entdeckt? Du bist auch der Erste, der es als Pferd bezeichnet hat. Das war aber nur aus Versehen. Das ich habe hier vorne auch eine Schweinenase gesehen, bis ich gemerkt hatte, dass der zweite Punkt fehlt. Ja, 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 ja. Ob ich hier durchpasse? Marvin? Wie? Es gibt Björn. Alles bestens. Und bei dir? Dich habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, ich auch lange nicht. Was machst du? Ich studiere gerade Kunst und Philo auf Lärm. Und? Stellst du heute aus? Ich stelle heute aus, ja. Hast du schon was ausgestellt? Ja, ganz hinten in der linken Ecke. Ach, da hinten war ich noch nicht. Das mit den Augen? Genau, das mit den Augen und dann das sind noch ein paar berühmte Shirts und zwei so Zeichnungen. Alles klar, dann gucke ich mir das erstmal an. Fahrstuhlschächte.